Hallo meine lieben Zuschauer, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine coole Handy-Gaming-Station aus Eisstielen selber bauen könnt. Dazu legt ihr als erstes so viele Eisstiele nebeneinander, dass ihr die Breite euer Handy habt. In meinem Fall waren es 4. Danach klebt jeweils einen oben und unten quer drüber und schneidet das Überstehende ab. Das Ganze wiederholen wir jetzt ein zweites Mal. Nun kleben wir sie im 90-Grad-Winkel zusammen und schneiden ein Stück aus unserem Stiel als Verstärkung, das wir dann auch festkleben. Jetzt schneiden wir einen Stiel gerade ab, messen die Breite unserer Station, schneiden ihn durch und kleben ihn fest. Das gleiche wiederholen wir noch einmal und kleben ein Stück Stiel auf die beiden Oberkanten. Als nächstes schneiden wir 3 Stücke aus unserem Stielen, die so breit sind wie die Station, und kleben sie ein wenig versetzt fest. Der Abstand sollte gleich sein. Nun legen wir uns Stiele in der Breite unserer Station nebeneinander und kleben sie ein Stück quer drüber. Jetzt kleben wir an der Kante noch ein Stück Hochkant fest. Danach schneiden wir 2 kleine Stücke aus einem Stiel und befestigen sie im gleichen Abstand zueinander. Jetzt kommt das Dach drauf. Dazu schmieren wir die obere Kante gut mit Kleber ein und halten das Dach gerade drauf. Dann nochmal von unten nachkleben, damit es gut hält. Wir kleben noch ein Stück Stiel gegen das Dach, damit wir es gleich besser verkleiden können. Langsam nimmt es Form an und wir fangen an, die ersten Stücke zu verkleiden. Schneidet dazu 2 Stücke, die so lang sind wie das Dach, aus und klebt sie fest. Wiederholt das Ganze auf der anderen Seite. Nun kleben wir einen ganzen Eisstiel an den beiden unteren Kanten fest.
Damit das Handy später schön fest in der Station liegt, kleben wir zwei Stiele schräg rein. Als nächstes fangen wir an, die Station von außen zu verkleiden. Schneidet die Stiele in der richtigen Länge ab und klebt sie fest. Jetzt noch eine Blende von jeder Seite und wir haben es geschafft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen und ein Abo da. Bleibt artig und bis zum nächsten Mal bei Monkey TV. Ciao!